Ja, schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir sind jetzt im Hardware-Vlog Nummer 6 und wir stehen kurz vor Weihnachten. Wir haben nämlich auch zu Weihnachten was Schönes für euch vorbereitet, nämlich ein Weihnachtsgewinnspiel, in dem wir das Special auflösen sozusagen, also weiße Weihnacht, und die vorgestellte Hardware dadurch verlosen. Wir haben hier das letzte Puzzleteil zu dem weiße Weihnacht Special hinter mir stehen, nämlich das SteelSeries Arctis Pro Wireless, und das werde ich auch gleich mal unboxen. Aber als allererstes möchte ich nochmal sagen, dass zu dem Gewinnspiel ich noch nicht ganz weiß, wann es denn auf euch zukommt. Ich gehe davon aus, so zum Sonntag, 22. Aber es ist, wie gesagt, alles noch in Planung, wann und wie der Zeitraum auch ist. Deswegen YouTube-Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr das Video dann nicht verpasst. Da kommt noch mal ein extra Video dazu. Aber ansonsten, wir haben jetzt auch die Top oder Schrott Folge Nummer 1 hochgeladen und die kam mir sehr gut bei euch an. Hat mich sehr gefreut, dass ihr auch solchen Content feiert. Und ich bin mal gespannt, was die nächsten Folgen noch so mit sich bringt. An erster Stelle möchte ich auch noch mal sagen, dass es keine Verwirrung gibt. Wir haben jetzt ja diesen China-Schrott sozusagen vorgestellt. Das soll aber nicht gang und gäbe werden. Ja? Wir möchten, beziehungsweise ich habe jetzt auch intern mit meinen Kollegen besprochen, dass ich Low-Budget-Hardware nehme und diese vorstelle. Ja? Es gibt ja immer wieder No-Name-Hardware, die auch richtig gut ist, die man so nicht auf dem Schirm hat. Und das möchte ich mit diesem Top oder Schrott dann auch noch ausdrücken. Das heißt, je nachdem, ob Low Budget dann gut oder nicht gut ist, wird es dann in Top oder Schrott in den Kategorien jeweils eingeordnet. Und ja, ich hoffe, dass da so ein bisschen Klarheit reinkommt, dass wir halt nicht nur diesen China-Schrott vorstellen und versuchen, schön zu reden. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte jetzt mal das Headset auspacken und schauen, was überhaupt alles da drin ist. So, und hier haben wir das gute Stück, das Arctis Pro Wireless. Ja, wurde hier auch als Winner Best Wireless Gaming Headset ausgezeichnet. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal die Verpackung auf und gucken mal, was da alles drin ist. Tada! So, da haben wir hier als allererstes mal Verpackung und das Headset. Wow! Guckt euch das mal an, Freunde. Das ist ja... Aha. Das ist ja richtig schick. Nicht schlecht. Dann haben wir hier noch in der Verpackung das Audiomodul, was man mit dem PC verbindet, damit das Headset auch Sound hat. Das werde ich mir auch dann mal genauer anschauen. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ja, das möchte ich jetzt auch mal hier kurz nochmal von der Verpackung trennen. Alle Seiten hier aufreißen. Zack. Das ist natürlich auch sehr schick. Also die Box, die sieht auch richtig edel aus. Bin mal gespannt, was die alles kann. Und ansonsten, ah ja, guck mal hier. Ganz unten haben wir noch die Accessories. Und zwar... Zack. Natürlich Quick Start Guide und so weiter. Dann haben wir hier die Akkus. Was haben wir hier drin? Aha, Popschutz fürs Mikrofon. Ich muss das mal alles hier irgendwie beiseite legen. Ein Mobile Audio Cable, dass wir das Headset auch mit dem Handy verwenden können. Mobile Charging Cable. Ein Power Cable, wahrscheinlich für die Box. Und nochmal ein USB Audio Cable. Aha, Transmitter to PS4.pc. Naja, wie das alles funktioniert, das werde ich mir auf jeden Fall im Review anschauen. Aber Leute, die Kopfhörer, die sind auf jeden Fall mal edel. Ja, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, was das Headset angeht, wie ihr merkt. Also auch im Review war ich ja sehr, sehr ruhig, weil es ist halt echt ein verdammt geiles Headset. Und ich bin mal gespannt, was das auch technisch auf dem Kasten hat und freue mich auf das Review. Das Review kommt in den nächsten Tagen online. Deswegen YouTube-Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr das Video dann auch nicht verpasst. Ich gehe so mal davon aus, dass so gegen Donnerstag, Freitag das Video dann auch online ist. Je nachdem, wie ich es schaffe und wie viel Zeit ich brauche hier für das coole Headset. Ansonsten freut mich immer, dass ihr einschaltet.
Wenn ihr noch Ideen, Vorschläge habt für kommende Vlogs, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Ich wünsche euch was. Bis dahin, macht's gut und tschüssi.